360 Football hier mit einem neuen Video und wir haben den Athletiktrainer der ersten Mannschaft vom FC St. Gallen interviewt, denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn es um das individuelle Training geht und wir hoffen, du kannst hier einige Tipps von ihm abschauen, einige Tipps auch dann konkret umsetzen. Viel Spaß dabei. Gut, ja, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet. Die erste wäre, was trainieren die Profis primär im Kraftraum oder anders gesagt, auf was spezialisiert ihr euch? Also der Fokus liegt auf Beinkraft, Rumpfkraft. Wir schauen auch sehr spezifisch für die Adduktoren. Es gibt im Fußball immer mehr Verletzungen, gerade im Bereich der Adduktoren. Braucht es aber auch eine gute Rumpfkraft und bei halt, dass die Explosivität auf dem Platz vorhanden ist. Aber wir legen auch einen Fokus auf den Oberkörper. Speziell aber die jungen Spieler, die im Aufbau sind, dass sie einfach auch mal gewisse Masse aufbauen. Und wie oft trainieren dann die Profis in der Regel, so Athletik oder Kraft pro Woche? Also wir haben ein gemeinsames Krafttraining, das angeleitet ist von uns. Dann gibt es für die Jungs spezifisch noch Oberkörperprogramme. Das findet dann noch zweimal zusätzlich statt. Und einmal in der Woche legen wir noch spezifisch auf Rumpf. Und auch da Spieler, die Defizite haben oder dort noch Aufholbedarf kriegen, dort noch extra Programm. Und auf dem Platz sind es 2 bis 3 athletische Einheiten, wo dann mehr auf Schnelligkeit geht. Aber Kraft und Schnelligkeit, das liegt halt sehr nah zusammen. Okay, dann ist ein Teil eigentlich für alle gleich und ein Teil dann sehr spezifisch für jeden Spiel eigentlich. Also das heißt, wir trainieren es zusammen, aber es ist dann schon individuell wieder auf jeden abgestimmt. Also okay. Es trainieren nicht alle mit dem gleichen Gewicht. Übungen sind teilweise vom Setting her ähnlich, aber wir haben auch Spieler, da passt einfach die Übung nicht und die trainieren dann mit einer anderen Übung. Okay, alles klar. Und wie ist der Unterschied beim Training vor der Saison, also Preseason, im Vergleich zu während der Saison? Gibt es da große Unterschiede? Im Football hast du, also im Fußball, Entschuldigung, im Fußball hast du eine ganz kurze Preseason, oder? Also die Preseason zieht sich dann meistens noch mit in die Saison. Was halt der Vorteil ist in der Vorbereitung, dass das Ergebnis im Freundschaftsspiel, ja, für den Trainer und so, für uns ist schon wichtig, aber du darfst auch mal verlieren, wenn die Jungs müde waren. Also du musst nicht so sehr Rücksicht nehmen auf das Ergebnis vom Wochenende. Aber das zieht sich eigentlich in die Saison rein, der Aufbau vom Krafttraining, durch das du nur so kurze Pause hast. Das heißt, vor der Saison ist es meistens doch intensiver? Also kann man ja, sagen. Das schon. Ja. Okay. Dann nehmen die Spieler viel Gewicht oder wie wird die Intensität gesteuert? Also es kommt darauf an, in welcher Phase das wir sind. Ob wir jetzt mehr in der Hypertrophiephase sind oder mehr in der Maximalkraftphase. Aber das Ziel ist schon, dass sie dann auch richtig hohes Gewicht bewegen. Aber halt alles noch im Rahmen. Ich meine, es bringt nichts, wenn einer hohes Gewicht bewegt und er nachher Rückenweh hat. Oder? Also es muss immer, die Balance muss einfach immer stimmen. Okay. Dann die nächste Frage wäre, was sind gängige Mythen über Athletiktraining im Fußball, die Sie gerne korrigieren würden? Ja, also Mythen ist, ich würde jetzt nicht zwingend über Mythen reden, aber man sieht halt einfach sehr viel auf sozialen Medien, wird einfach sehr viel gezeigt. Es gibt sehr viel guter Content, aber auch sehr viel schlechter Content. Und da ist halt einfach, ich sage jetzt gerade, Profis, die haben ja meistens einen Athletiktrainer, wo man dann wirklich schaut, dass es super abläuft. Aber gerade so im Amateurbereich kann denn das schon teilweise für mich in eine falsche Richtung gehen, oder? Auf Instagram versucht man halt sehr vieles fancy zum Verkaufen. Aber es müssen zuerst mal die Basics stimmen, bevor man dann anfängt, sage ich mal, auch ein bisschen komplexer werden in verschiedenen Drills. Was sind denn vielleicht so Beispiele, die Sie kritisieren würden, was man so auf Instagram sieht? Ja, man sieht halt zum Beispiel oft Laufleiter. Per se spricht jetzt nichts Negatives gegen einen Laufleiter. Aber Laufleiter mit Schnelligkeit, das ist oft so, also das passt irgendwie nicht zusammen. Mit der Laufleiter macht man mehr koordinativ was. Oder wenn man einen verletzten Spieler hat und man bringt ihn vielleicht wieder zurück, aber dann geht es nicht um Schnelligkeit, oder? Und wenn man dann gerade im Nachwuchs die Laufleiter her immer mit Schnelligkeit verbindet, finde ich das jetzt nicht optimal. Man kann es koordinativ damit schaffen, vielleicht für Frequenz, aber es hat eigentlich nichts mit Schnelligkeit zu tun. Okay. Etwas anderes noch, Stabi wird so, gerade auch im Breitenfußball ist immer einfach, ja, Rumpf, Stabi, wie stehen Sie dazu? Ist das so wichtig oder wie sieht das bei euch aus? Also, wir machen auch Rumpfstabilität, aber es ist jetzt nicht nur, ich sage jetzt, ein einfacher Plank, Side Plank oder nur Sit-Ups. Wir versuchen das komplexer zu machen, auch also mehr über das Bewegungsausmaß und nicht einfach nur immer alles statisch halten. Aber ich sage so, im Amateurbereich, wenn man es einfach nicht besser weiß, dann macht man lieber die Planks und so, das, was man kennt. Aber ich würde vielleicht dann nicht sagen, ich muss es jetzt 2 Minuten haben, sondern macht es vielleicht
30 Sekunden, aber dafür zum Beispiel 3x 30 Sekunden und baue vielleicht noch ein, zwei Variationen ein. Aber Rumpfstabilität ist enorm wichtig. Okay. Die letzte Frage noch, was würden Sie so jungen Spielern mitgeben für das Athletiktraining? Gibt es da spezifische Tipps, gerade so für, ich sage jetzt mal, 15-, 16-Jährige zum Beispiel? Basics first ist eigentlich bei uns immer so, es wird auch im Nachwuchs sehr groß geschrieben, dass man zuerst an den Basics arbeitet, dass sie auch die Übungen super ausführen können, bevor dann mal grosses Gewicht dazukommt. Also, dass man Technik zuerst für die Übungen lernt, dass man, wie gesagt, gut im Rumpf ist, Adduktoren, und dann kommt dann das Gewicht automatisch dazu. Sehr schön. Ich hoffe, du konntest einiges lernen von Simon Storm. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Puma, 11 Team Sports und natürlich den FC St. Gallen für diese Möglichkeit. Jetzt liegt es an dir, Gas zu geben, auch solche Tipps umzusetzen und natürlich für uns, für den Algorithmus, das Video zu liken, etwas zu kommentieren, die Notifications zu aktivieren, also die Glocke, und dann natürlich beim nächsten Mal wieder dabei sein. Gas geben. Don't sleep.